Meine lieben Freunde, welcome back zu der letzten Session und den letzten Parts der Pokémon Worldwide Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns vor der Pokémon-Liga und zwar bereits zum zweiten Mal. Und ab hier gibt es kein Zurück mehr. Wir wollen uns noch einmal ganz bis zum Champ durchkämpfen und somit die Nuzlocke abschließen. Und ich habe mein komplettes Team dabei. Beginnen wir mit unserem Starter Moguba, der seit dem ersten Part dabei ist. In einer kurzen Team-Recap mit Leaf Storm, Draco Meteor, Leaf Seed und Dragon Pulse. Dann haben wir Gyarados, aka Lone, mit Waterfall, Dragon Dance, Bounce und Ice Fang. Ein unglaublich gutes Pokémon. Akasha, was uns schon den Arsch gerettet hat, ohne Ende, mit Fusion Ball, Dragon Claw, Bolt Strike und Zen Headbutt. Dann haben wir Sound Raccoon mit Air Slash, Bug Buzz, Ancient Power und U-Turn. Ilias mit Bug Buzz, Heat Wave, Quiver Dance und Silver Wind. Und zu guter Letzt haben wir Pampas, denn wir haben Verstärkung bekommen in unserer Nuzlocke. Wir haben nicht nur Mokuba, nein, wir haben auch unser altes MVP als neues Mitglied bekommen und zwar im vorvorletzten Part, aka Pampas. Und ja, heute geht's in die Pokémon-Liga, meine Freunde. Ich bin nur nicht ganz sicher, in welches, wo wir als erstes reingehen. Ich glaube, hier war Psycho. Okay, Psycho können wir machen. Psycho können wir auf jeden Fall machen. Ich hoffe, dass wir mit Sound Raccoon und seinem Wahlglas da ein bisschen Arbeit verrichten können. Gute Karten haben gegen die Olle, die im Bett auf uns wartet. Sie ist immer noch am Schlafen. Tja, und ihre Pokémon leveln wohl im Schlaf, denn ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass die irgendwo in unserem Level sind. Wow, wer ist denn da? Oh, du schon wieder. Hast du deine Meinung geändert? Willst du wohl doch auf ein kleines Schäferstürnchen mit mir ins Bett kommen? Nein? Du beleidigst mich schon wieder? Die Rache wird mein sein. Und das ist das Rematch gegen Caitlyn, meine Freunde. Und es ist 20 vor 2 und ich bin super müde. Und ich habe keine Ahnung, wie diese Session ausgehen wird. Aber sie leadet mit Musharna. Und Musharna kann alles Mögliche, von Donnerblitz bis zu weiß ich was. Und ja, jetzt ist die Frage, was machen wir an der Stelle? Gehe ich zu Ilias oder bleibe ich drin mit Sound Raccoon? Ich gehe einfach auf den Bug Buzz. Wir haben das Wahlglas. Sound Raccoon muss jetzt Arbeit verrichten, denn wir sind hier am Start. Und sie hat tatsächlich Level 91er Pokémon. Das heißt, der Champ wird in unserem Level sein, wenn nicht sogar höher. Es wird absolut insane. Es wird Insanity. Du kannst irgendeine Steinattacke. Ich rieche das, mein Freund. Ich rieche das. Sigilyph. Irgendwie Ancient Power. Na, kann das Ding Ancient Power? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall machst du irgendwas Ekelhaftes. Hurricane. Oh mein Gott. Okay. Please don't verwirr me. Don't verwirr me. Oh mein Gott, das ist ein Crit. Das war kein Crit. Oh, das macht, resistiert so viel Damage. Ich meine, okay, sie hat Life Orb, aber what? Ich resistiere diesen Move. Wenn Akasha ist der Einzige, der das resistet, ne? Mokuba stirbt, Ilias stirbt, Sound Raccoon stirbt, Pampas überlebt. Ein Nit, aber kann auch nicht wirklich viel machen. Holy shit. Okay, wir gehen für Fusion Bolt, wir outspeeden und das war's für dich. Hurricane Life Orb macht Half-Life meinem legendären Elektro-Pokémon, Alter. Oh mein Gott, bin ich bereit für diese Liga? Ich hab wirklich keinen Bock. Ich will einfach nur dieses Nuzlocke mal abschließen. Oh Gott, Metagross, Digga. What? Was? Ein Metagross hat die. Okay, ich glaube nicht, dass du etwas gegen Lone hast. Wir resistieren die Stahlattacken, wir immunisieren dein Erdbeben, was jetzt gleich kommen wird. Du hast kein Neutral-Torso.
What? Okay. Die Frage ist, hast du Donnerschlag? Das ist die Frage. Oder hast du Steinkante? Beides wäre nämlich übel wack, Alter. Hat ein Meter groß Steinkante? Weil Sound Raccoon und Ilias haben beide eine Vierfachschwäche. Ich muss mit Lone drin bleiben und versuchen mal Damage zu machen mit Waterfall. Gucken wir mal. Wenn er einen Steinattacke hat, wird das auf jeden Fall einsetzen. Oh, das war ein Crit. Oh, sein Headbutt. Okay. Das ist okay. Auf minus 1. Wir haben nicht die besten Death-Werte, aber das ist in Ordnung. Wir outspeeden das Metagross. Soll ich an der Stelle für einen Dragon Dance gehen und sweepen? Oder gehe ich einfach nur für einen Waterfall? Ich gehe einfach nur für einen Waterfall. Denn jetzt nochmal irgendwas tanken. Maybe hat er den Donnerschlag und hat nur auf die zweite Runde gewartet oder so, ne? Man weiß nie, was mit diesen NPCs ist, Alter. Reuniclus. Du hast safe Donnerblitz. Uff. Du hast aber auch Spukball. Okay, was machen wir mit dir? Alter, Pampas hat einfach die höchste Spätstef im Team. Nebst Garados, ne? Okay. Gehe ich zu Ilias rein? Ich habe so Schiss, dass das Teil ne... Es kann keine Steinattacke haben. Ilias hat gute Spätstef-Werte. Reuniclus ist... Beziehungsweise Ilias ist der Mann. Die Motte für Reuniclus. Thunder. Please don't para. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Quiver Dance. Der Bugbuster in der nächsten Runde müsste okayen. Und das dürfte jetzt nicht mehr so viel Damage machen. Holy shit, Digga. Das macht immer noch zu viel. Und ein Crit an der Stelle killt mich halt auch, ne? So, was... Silverwind hat, glaube ich, nur 60 Stärke. Ja, und das hat 90 Stärke. Gut, dann gehen wir für den 90er Move auf plus 1 Step. Sehr effektiv. Das dürfte... Reuniclus ist super bulky. Das ist das Problem. Oh, Digga, das war ein Crit. Holy shit, das war ein Crit. Okay. Okay, ich meine, bei der Psycho-Tante ist natürlich Ilias der Boy, ne? Ja, du kannst die Drought bekommen, wenn du willst. Warte mal, du warst Psycho-Fee, aber in dieser Generation warst du einfach nur Psycho. Ich outspeede und ich treffe dich sehr effektiv auf plus 1. Das müsste reichen. Come on, du bist nicht bulkiger als ein Reuniclus, obwohl wir gerade gedingselt, ne? Wir haben gerade Glück gehabt. Mit dem Crit. Aber das war's mit dir. Und wir kriegen Leftover Recovery jede Runde. Wir werden immer stärker mit Ilias. Alter, wir haben so ein Glück. Wir haben so ein Glück mit unserem Pokémon. Gothitelle. Oh boy. Bugbuster, bitch. Back to your bed, bitch. Alter. Ska. So habe ich dir eine Schelle gegeben. Zuhälterschelle zurück in dein Bett. Du Ekelhafte. Okay. Puh, das war okay. Das ging gut. Wir haben zwei Käfer-Pokémon. Eins mit Wahlglas und ein Quiverdance-Ramot. Ich habe erwartet, dass wir richtig chillig hier durchkommen. Ich glaube nicht, dass es bei den nächsten Kämpfen... Ne, wir wissen ja noch. Die ersten Kämpfe waren mega easy in dieser Liga. Als wir das erste Mal hier waren. Ab dem dritten Kampf hatten wir dann keine Freude mehr. Spätestens ab dem vierten war pure Verzweiflung angesagt. Aber wie gesagt, wir haben Mokuba und Pampas. Wir können diese Nuzlocke nicht mehr verlieren, Leute. Wir haben beide MVPs. Wir können nicht mehr verlieren. Obwohl wir Pampas noch kein einziges Mal eingesetzt haben, ne? So, was ist das hier? Oh, das war der Unlicht-Typ, oder? Okay, Unlicht ist mehr oder weniger dasselbe wie Psycho für uns. Na, wir gehen ebenfalls mit unseren Käfern rein. Die Frage ist nur, was hat er?
Hatte der nicht einen Hundemon oder so? Das wäre gefährlich in der Sonne. Also darf ich nicht unbedingt eine Sonne aufsetzen. Oder ein Oh Gott. Nee, warte mal, Skelabra ist ein Geist. Wollen wir mit Sound Raccoon leaden? Komm, wir leaden mit Sound Raccoon. Boah, ey, Alter. Schön, dich wiederzusehen. Ey, du bist ja richtig entspannt drauf, Mann. Du hast scheinbar mächtig was dazugelernt. Oh yeah. Wir kämpfen gegen Grimsley. Den Unlicht Top 4 Trainer. Oh my goodness. Honchkrow. Okay, Honchkrow ist nicht schnell. Er kann Tiefschlag. Er ist aber definitiv nicht schneller als unser Sound Raccoon. Deswegen gehen wir für U-Turn. Neutral Step. Holy shit, das hat echt viel Damage gemacht. Damn. Und jetzt gehe ich zu Lone? Fragezeichen. Weil Honchkrow kann halt Sword Dance und Moxie haben. Und darauf habe ich übel keinen Bock. Mashallah habe ich darauf keinen Bock. Er geht für Brave Bird. Oh. Flying Gem und Brave Bird. 120er Step. Fly Gem boosted Brave Bird. Ohne meinen Bedroher hätte das gerade alles aus meinem Team gekillt. So, die Frage ist, outspeed ich Honchkrow mit Gyarados? 220 Speed. 245. Ah, Moment. Er könnte Tiefschlag haben. Er könnte Tiefschlag haben. Ich gehe zu Akasha. Ich gehe zu Akasha. Der macht das. Ja, da kommt der Sucker Punch, du kleiner Pizzlenick, Alter. Okay, wir heilen erstmal Lone, weil Lone werden wir safe noch brauchen. Safe. Hat er gerade eine Heatwave eingebaut? Der hat gerade eine Hitzewelle gedroppt. Okay. Respekt, Restepke an dich. Aber, ja. Dragonclaw, Fusion Bolt werde ich definitiv noch brauchen. So, das hat ein bisschen mehr Damage gemacht. Das ist aber okay, weil es ist Stab und es ist physisch, anders als Hitzewelle. Und das war's mit Honchkrow. Ey, bisher kommen wir richtig gut. Aber wie gesagt, again. Oh, what? Warte mal, Zoroark ist... Wir haben die Fähigkeit von Zoroark getauscht im Hack? Der hat noch 5 Pokémon. Das kann gar nicht sein, dass Zoroark als Zoroark rauskommt. Okay, wir gehen einfach jetzt mal auf den Bolt Strike. Night Days. Holy shit, der Damage, Alter. Life Orb. Life Orb, Night Days. Nice. Kann dieser Bolt Strike please? Danke. Zoroark ist nämlich gerade physisch überhaupt nicht gut aufgestellt. Und Akasha vernichtet gerne Ficker. So, ich brauche, by the way, auch Bolt Strike, weil Bolt Strike in wichtigen Situationen verfehlen kann. Und gerade sind wir nicht in einer Situation, wo ich jetzt sagen würde, wow, wir haben gerade mächtig Probleme oder so. So, wir gehen zu Lone raus. Das ist eigentlich ein Auto-Move, ne? Da muss ich gar nicht überlegen. Alle physischen Attacken werden abgeschwächt. Wir resistieren. Die Feuerattacken. Nasty Plot. Oh. Oh mein Gott, please. Outspeede. Ich meine, wir haben sehr gute Spätzdef-Werte. Wir haben... Gyarados hat die zweithöchsten Spätzdef-Werte in meinem Team. Aber das reicht. Das reicht safe. Es ist ein fucking Gyarados, Alter. Huh. Ja, ihr seht. Also das Ding, ne? Easy mal Nasty Plot aufgesetzt. Einfach mal Ching Ching. Skit Skit, ne? So, das Ding kann alle möglichen Zähne haben. Eiszahn. Whatever.
mit dir habe ich halt super wenig Defense, ne? Wie sieht's aus mit Pampers? Pampers hat gute Dev-Werte, aber ja. Ich will halt keinen Donnerzahn, ich will keinen Eiszahn fressen. Aber ehrlich gesagt habe ich gerade keine andere Wahl, als in Pampers rauszugehen. Pampers! Das erste Mal! Ja! Guck mal! Protect! Ja, moin! Speed Boost, okay. Speed Boost, Speed Boost, Speed Boost. Können wir machen. Gehe ich für Yawn oder gehe ich einfach für Tri-Attack? Wir gehen einfach für Tri-Attack straight. Hydro Pump. Es ist speziell? Okay, Pampers hat die höchsten Spätzle-Werte in meinem Team, Alter. So, wir können kritten, weil wir Superluck haben. Pampa ist wieder der Lucky Boy, Alter. Ich liebe dieses Pokémon. So, jetzt überlege ich mir gerade, ob ich für einen Softboiled gehen soll. Ich gehe für einen Softboiled. Full Restore, okay. Okay. Er heilt sein Sharpedo. Und natürlich trifft er Hurricane. Er trifft Hydro Pump. Er trifft alle Moves. Alle. Jeden einzelnen. So, er ist mittlerweile auf plus 4 Speed oder so. Juckt mich aber ehrlich gesagt nicht. Ich gehe auf Tri-Attack. Schon wieder, Alter. Schon wieder. Und das ist ein fucking Crit. Und ich wollte gerade sagen, und das wird safe ein Crit werden, aber ich habe es wieder nicht ausgesprochen, aber ich habe es gerochen wieder. Ich habe es gerochen, Alter. Kann ich bitte auch critten? Ich habe nämlich die Fähigkeit Super Luck. Na, das war auch ein Crit. Wie zum Teufel war das ein Crit? Ah, er hat einen Focus Sash. Uff. Gut, dann darf ich jetzt noch einmal mehr heilen. Und damit ich outspeede, gehe ich für einen. So, für den hier. Kann er bitte die Hydro Pump mal verfehlen? Please. Natürlich nicht. Dreimal trifft er in a row. So, nicht mal mit einem Crit wird es jetzt reichen. Und ich kille ihn mit einer Ancient Power. Vielleicht kriegen wir nämlich einen Boost. Alter, schon wieder viermal Hydro Pump getroffen. Was ist mit dir, Mann? Hast du Zielwasser getrunken oder so, Mann? So, no Boost for Pampers. Okay. I got no Boost. Ey. Weavile. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber wir haben Lone geheilt. Und genau dafür haben wir ihn geheilt. Für kleine, nibblige Weaviles. So. Intimidate der Bier. Ice Shard. Ja. Nope. I don't give a damn, boy. So, die Frage ist, wie viele Pokémon hat er jetzt noch? Ich meine, Weavile kann ich gut stallen. Ja, noch zwei. Was könnte sein letztes Pokémon sein? Brauche ich irgendwie... Ich heile Akasha, das gibt ihm genau 200 KP. Das reicht genau, um ihn hochzuheilen. Night Slash. Könnte kritten, könnte den Bedrohung umgehen und wir haben schlechte Death-Werte. Tut's aber nicht. Das ist Glück. Und ich glaube, ein Crit reicht immer noch nicht, ne? Gut, dann gehen wir jetzt für einen Waterfall. Wir gehen für einen Waterfall. Das reicht nicht ganz. So, worst case ist, wenn er mich jetzt crittet. Ne? Dann ignoriert er nämlich den Bedroher und macht doppelten Damage. Und Night Slash ist ein High Crit Move. Well, damit war es das mal wieder komplett. Das war's mit unserem stärksten Pokémon im Team, aka Gyarados.
Wir haben unser Garados verloren und zwar vor dem Kampftrainer. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Natürlich musste er gerade jetzt kritten. Natürlich musste er gerade jetzt nochmal kritten, Alter. Gerade jetzt nochmal kritten, jeden Hydro-Bump betreffen und dann nochmal kritten und nochmal kritten, Digga. Uff, Junge, uff. Airballoon, komm, verpiss dich, du Bastard, Alter. Oh, natürlich verfehlen wir. Natürlich verfehlen wir. Die Heatwave mit 10% Misschance. Und er trifft 4 Hydro-Pumpen. Sword Dance? Bräh. Please, Elias, komm. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Hä? Machen wir jetzt diesen hier oder wie? Wir haben keinen Garados mehr, was die Attacken resistiert. Ist nicht mehr. Oh. Ja, das war's. GG. Das war's. Wir verlieren. Wir verlieren an der Stelle die Nuzlocke. Wegen einem verfickten Crit. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Thunderwave, geh sterben, du Pisser. Oh, Junge. Wir kriegen 2 Full Paras. Er trifft die Para. Direkt 2 Full Paras. Direkt, Digga. Direkt. So, komm, geh für deinen dreckigen Sucker Punch. Geh für deinen dreckigen Sucker Punch. Du Lappen, Alter. Wir haben gerade die krassesten Pokémon unseres Teams verloren. So, er hat papierdünne Spätzle-Werte. Können wir bitte... Na, ich weiß, er resistiert und so, ne? Aber, oh mein Gott. What? Ja, GG, das war's. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr für Bisharp. Er resistiert alle unsere Moves. Alle. Oder immunisiert sogar. Drache, Psycho... Pflanze, Flug, normal, egal was. Außer dem hier. Wenn das nicht reicht, war es das mit unserem Nuzlocke-Abenteuer. Oh, Digga. 2 Pokémon verloren bei diesem Lappen, Alter. Dein fucking Ernst? Oh, und dann ist es noch Garados und Ilios, Alter. Oh. Ja, aber mal wieder nur durchgekommen wegen Mokuba, ne? Wegen Pampas. Oh, Junge, jetzt kommen die Geister. Wir haben gerade in einem Kampf 2. Well, let's go. Let's go, der Hase. Ja, da gibt's auch nicht mehr viel zu sagen, ne? Wir haben einfach Pech gehabt. Aber ja. Freunde, die nächsten 2 Kämpfe machen wir im nächsten Part. Lasst einen Daumen da, RIP für die beiden gefallenen Nuzlocke-Helden. Mal gucken, ob wir das Ding hier noch reißen können. Ich weiß, ich hätte rauswechseln können bei Garados. Ich weiß. Aber, I don't know. Wir hätten einen einzigen Switching gehabt und... Das wäre Volcarona gewesen und... Arno.
Bis zum nächsten Mal.